Kann ich diesmal so machen und starten? Kannst du machen. Ja. Aber das ist bei mir hier, ab hier die zwei Knöpfe, da geht's klar. Ich mach da drüber. Hallo Lieben und schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Video mit meinem guten Bernhardeus. Olle, du willst es schon wieder tun. Ich will es tun. Und ich sage auch immer ja, das ist das Problem. Das geht nicht anders. Also heute, wenn du verkackst, können wir nicht nochmal machen, 1000 Euro, wer Bernd Zehner schlägt, weil dann macht das keinen Sinn. Dann hole ich spätestens Frankie und dann heißt 1000er, wer Frankie schlägt im Kochen. Oh Mann, für 10 gebe ich mir auch richtig Mühe, sag ich dir. Aber ich finde ja geil, eigentlich müsstest du mir den 1000er geben, Mensch. Können wir nicht machen, nicht wahr? Nein, ich habe mir überlegt, also wir machen heute wieder für euch 1000 Euro, wer Bernd Zehner im Kochen schlägt. Frankie, macht keinen Sinn, dass er es nochmal kriegt. Deshalb denke ich, kriegt einfach ihr heute. Ihr kriegt heute, wenn Bernd verkackt, kriegt ihr heute einen 1000er. Deshalb auch direkt, jetzt, wenn ihr das Video seht, anhalten. Kommentar schreiben, irgendwas. Ich suche was raus. 10x100 Euro machen wir. Hut ab, 10x100, das ist geil. Mhm. Geht zurück an die Community. Aber ich entschuldige mich jetzt schon bei euch, ich werde nicht verkacken. Ja, man darf ja nie vergessen, wer das Ganze möglich macht. Dann muss man auch mal sowas hier raushauen für euch. Kuss geht raus. Also wirklich unglaublich, was gerade abgeht. Dankeschön. Ja, Mann. Also wirklich, danke vom Herzen. Wir gehen rein. Ich habe mir diesmal was Heftiges, Anspruchsvolles überlegt. Also ja, ich gehe da gleich genauer drauf ein. Aber worauf wir auf jeden Fall noch eingehen sollten, wo sind wir denn hier eigentlich? Wir sind im Fensterkan. Wir sind im Fensterkan. Das ist der Pan-Asian Supper Club. Ich sag, die absolute Speerspitze. In Europa gehört es dazu, muss man ganz klar sagen. In Frankfurt sicherlich top. Top, top? Ja, ja. Okay, und da dürfen wir heute kochen. Auch Kuss geht raus. Christian Moog, vielen Dank. Christian Moog, Kuss geht raus. Ich hoffe, Werbevertrag ist bald drin. muss ja. Ja, und dann gucken wir mal, was der Frankie macht. Ja, also mir geht der Kackstift, sag ich dir ganz ehrlich. Frankie ist ein harter Gegner. Man hat es letztes Mal gesehen, der hat wirklich souverän performt. Ja, hat mich auf jeden Fall rundlaufen lassen da. Es war nicht so viel Trash-Talk wie bei Tim Melzer. Ne? Wer das noch nicht gesehen hat, Video ist auch unten verlinkt, ne? Ist ja klar. Also das hat jeder gesehen mittlerweile, muss. Aber wie gesagt, wir haben das ja schon mal gemacht. Bei Frankie ist es ein bisschen anders so. Der hat durch seine Ruhe, hat er mich unten nervös gemacht. Sag ich dir ehrlich so. Er hat sich so sicher gefühlt auch die ganze Zeit. Ne? Und du hast auch gesehen, wie es ihn gefuchst hat beim letzten Mal, dass er das erste Gericht knapp gegen mich verloren hat. Ne? Der hat geheult fast. Ja, ja. Oh, guck mal, wer da ist, oder? Ist klar. Ja, muss. Frankie, es tut mir leid, heute bei aller Freundschaft, mein Lieber. Ja. Heute bist du reif. Ja? Ach, Quatsch, du hast doch schon die Hose voll. Das stimmt. Sieht er und riecht er gleich. Ja? Wir haben schon gespaßt eben. Also, ich wette vielleicht auf dich auch heute. Dann heißt das 1000 Euro, wer Frankie schlägt. Okay. Oder Bernd, was sagst du? Ey, Digga, das musst du entscheiden, aber cool, ich sag dir ehrlich. Keine Kohle. mit meinem Team gewinnst du. Ja? Ja. Ist eine Nummer heute. Ist in der Tat, so wie wir eben gesagt, wenn du ihn jetzt weghaust, dann bist du jetzt Hauptprotagonist in den nächsten Videos. Und dann musst du ran einfach. Wow. Also, schnell kommst du zum Nebenjob. Naja. Wer war denn das letzte Video heute mit dir? Ey, es gibt jetzt nicht nach vorne. Ne? Ja. Es bleibt spannend. Aber wir schauen es uns an. Also ich bin wirklich gespannt. Ja. Das letzte Mal war es ja ziemlich knapp. Ne? Also dein Gaumen hat ja quasi fast für den Bernd entschieden. Ne? Also, aber diesmal, ich sag mal so, das kann eigentlich nur so ausgehen wie das letzte Mal. Das wird geil. Und also der Bernd hat wirklich unter uns gesagt, vom Prinzip her ist er stark der beste Koch. Aber letztes Mal hat Frankie Glück gehabt. Naja. Das war ein Bernds Wort. Ich glaube, ja, das ist. Würdest du deine Unterschrift drunter setzen? Naja. So. Nee, hat Bernd natürlich nicht gesagt. Ich würde sagen, lass uns direkt in die Küche durchstarten. Ich habe zwei hammermäßige Aufgaben für euch. Und werde euch gleich einweihen in der Küche. Ja, dann werden wir mal gucken sehen. Wir uns das machen. Für euch noch ein paar Bilder vom Restaurant. Das ist komplett geisteskrank geladen. Wirklich geil, ja. Ah ja gut, jetzt hau mal raus, Digga. Was machen wir denn? Also pass auf. Ich sage euch erstmal nur eins und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe vorher einen Sternekoch kontaktiert. Oh Gott. Wen? Also was ist Sternekoch? Er hat in der Sterneküche gelernt und selber auch da den Laden geführt. Denn letztendlich nach der Ausbildung. Das ist der gute Julian Kocht. Das ist jetzt nicht der bekannteste. Weiß nicht, ob ich das... Liebe Grüße an ihn. Ja. Julian. Geiler Typ. Der hat die Menüs kreiert, die ihr gleich kochen dürft. Oh, wow. Dementsprechend steht er jetzt okay, etwas dann nehme ich den Gruß erstmal zurück. Etwas mehr Feinschliff hinter, aber auch trotzdem noch was Nahbares. Das ist jetzt nichts irgendwie, wo was komplett weltfremd ist. Nummer zwei ist noch mal ein bisschen wilder, aber Nummer eins, pass auf, Leute. Ich hau jetzt einfach mal raus. Grilled Cheese Sandwich. Verwenden Avocado, Tomate und Sesam. Das ist das chillige Menü jetzt. Ne? Das Nummer zwei ist ein bisschen anspruchsvoller, weil ich habe gesagt, Runde eins eher ein bisschen entspannt. Kleine Vorgaben, aber da können wir Schönes draus zaubern. Und Nummer zwei ist dann wirklich, wo ich sage, ui, könnte ein bisschen wild werden. Grilled Cheese.
Grilled Cheese. Na. Naja, gut. Also alles ist frei. Ihr müsst euch nur an diese Zutaten halten. Das ist nicht so, dass ihr nur das verwenden dürft, aber das ist, sind die Grundlagen. So, und sonst obendrauf geht alles. Ja, okay. Das ist, wir gehen nicht mehr näher drauf ein, sondern starten das Battle. Ja? Könnte eng werden, mal gespannt, mein Lieber. Ich hau ab, ich lasse euch in Ruhe machen. Ihr kriegt das schon. Vielen Dank für nichts. Sehr gerne, ja. Sehr gerne. Das Krasse ist, die haben hier wirklich ein paar hundert Sitzplätze. Ne? Und das, was ich aktuell hier an Kühlsituationen vorfinde, also hier sind drei Vorkühler, Fisch, Fleisch, Tiefkühl, das wird noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Und hier drüben haben wir Molkereiprodukte und Gemüse. Jo, also das Kühlhaus in Franziska war ja so groß wie mein Kühlschrank zu Hause. Und ich stand da einfach drin, ich war komplett lost, gab ja nichts. Ich hatte Ananas und Orangen. Und er so zieht so Schinken, dies, das, er zieht so aus allen Ecken was raus. Und ich guck, was will der damit? Was will der damit? Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier heute läuft. Oh, ich habe was gefunden, Frank. Ja, ich glaube, das wird's, ja. Ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden. Grilled Cheese, ja. 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 Einfach, ich denke, ein paar tausend Euro Kaviar drum, weißt du, was ich meine? Ja. 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 Ja, so ein bisschen Kaviar, ne? Muss halt sein, ne? Muss sein. Ja? Geil. Er hat eben schon was gesagt. Er hat gesagt, er macht Avocado, Tomate ins Sandwich rein und so. Mache ich nicht. Ich mache eine Guacamole dazu. Da ist immer Tomate drin. Verstehst du, was ich meine? So, und deswegen, da werde ich schon rasieren. Es gibt ganz klassisch. Jetzt schon gewonnen. Vielleicht. Also ich glaube, es wird eher so ein Egg in the Basket mit etwas Käse. Also das heißt, ich werde ein Toastbrot ausstechen, dann kommt ein Ei rein, es wird gebraten. Und dann machen wir noch einen schönen geschmolzenen Grillkäse. Ich weiß nicht, welchen Käse der Holle geholt hat. Und dazu machen wir einen Tomaten-Avocado-Salat. Ne? Komm mal, hier wird getuschelt, hä? Ja. Ach du Scheiße. Tiroler Bergkäse. Na, mein Gott. Wo waren da? Im Bahnhofsviertel, oder was? Pecorino. Voll geil. Ja. Naja. Na gut, dann sind wir mal gespannt. Ich würde beim Grilled Cheese wirklich ganz basic machen, aber ich werde es mit Butter übertreiben. Also, dass das Ding richtig saggy ist mit Butter. Mal gucken, wie dick der Toast ist, weil die machen normalerweise so ein Katsu-Sando-Sandwich hier, steht auf der Karte. Das ist halt echt, das ist gutes Brot für das, was es ist, ne? Aber für ein Grilled Cheese wünschte ich mir so ein fettes Sauerteigbrot, weißt du, so ein richtig geiles. Aber wir machen mal. Ich hatte so gehofft, dass wir so eine Udon machen oder so. Ja, aber nein, der Holle kauft lieber irgendwo im Bahnhofsviertel ein bisschen Käse. Käse. Und da heißt es, mach mal ein Sandwich. Geil, ja. Er hat uns gar nicht gesagt, wie lange wir dürfen, ne? Nee, hat er auch noch nicht, ne? Ja, ich würde sagen, wir packen mal alles zusammen, was wir brauchen. Und dann? Und dann fragen wir ihn, wie lange dürfen wir denn machen. So machen wir es. Ich überlege nur, eigentlich fehlt noch so Bacon, aber ich habe hier leider kein Bacon. Ich habe zwar kein Bacon, aber ich habe was viel Geileres. Ich habe großen Schweinebauch. Wisst ihr, wie krass es halt ist? Für einen Koch ist das so, wenn du hier drin stehst, ich kann aus allem, was hier ist, was so Geiles zu essen machen. Ne? Und jetzt versuche ich halt, ohne dass es zu weit wegkommt von dem, was die Aufgabe ist, was Geiles hinzubügeln. Sag mal, Frankie, das Messer, was du hier rausgeholt hast, darf ich das benutzen? Das ist für dich, mein Lieber. Bravo, er hat mir wieder sein stumpfestes Ding gegeben, was er hat wahrscheinlich. Klar. Übrigens, das Toast ist so gut wie aufgetaut. Haben wir es jetzt, ja? Ja, ja. Käsequalitätstest. Also, was ist das denn für ein Cheddar? Habe ich auch nie gesehen, sowas. Also, ich fange jetzt als erstes an, den Schweinebauch ein bisschen kross zu machen. Holle sagt 20. Dann mache ich den Salat. A little bit of Yum Yum, Zauberpulver. Yeah, yeah, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Yum Yum. A little bit of Yum Yum. Natürlich. Ja. Das ist doch das Geheimnis der asiatischen Küche, ja? Das ist MSG, Glutamat, ja? Guck mal, das ist wieder so ein Laden, in dem wir hier gerade sind, ne? Da suchst du eine Vierkantreibe, wenn du hier so rumguckst, aber da hängen Trüffelhobel. Wo in normalen Läden hängen da Vierkantreiben und hier hängen da Trüffelhobel. Weißt du, das? Naja, gut. Aber es ist die Wahrheit, ja? Aber Bernd, weißt du, ich bin ja nur ein fairer Spieler, weißt du? So ein Ding wird das. Kannst du dir halt aussuchen, ne? Nimm die Grobe. Das war mir klar. Das ist halt der Mann fürs Grobe, ne? Das war mir schon klar. Ja, Silas, danke.
Frankie, 20 geht's. Minuten, auf geht's, mein Freund. Ja? Ich brauche noch eine Herdplatte, kann ich dir schon sagen. Ich mach die noch aus. Jetzt schon geil. Hm, geht. Ja, ein bisschen. Ja, natürlich. Also ganz ehrlich, ich muss halt schauen, dass das alles passt in der Zeit, was ich mir vorgenommen habe. Lecker soll es ja auch sein, ne? Ja, aber klar, das ist ein bisschen aufgeregt wahrscheinlich auch. Ich habe nämlich so ein bisschen Serrano-Schinken gefunden. Gehört bestimmt einem von den Köchen. Boah, Digga, lässt sich das nicht ablösen, ne? Kennst du das? Aber wir gehen mal rüber zur Pfanne, komm. Hast du meine Pfannen genommen? Guck mal, so passiert's. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Und er hat auch nur genau zwei Herdplatten angemacht. Seht ihr das? Ja, guck. Ja? Ja, so läuft das halt. Aber gut, ey, wenn der mit diesen Links macht, dann mache ich einfach so. Was ich hab's schon sagen? Gemerkt, ja. Was soll ich sagen? Mir ist doch scheißegal. Immer sehr still, ja, irgendwie. Naja, es ist ja, die Zeit rennt ja, ne? The time is running. Ja. Männer. Nein, ey, das könnt ihr doch nicht machen. Beides so krass wieder. Boah, und ich sag euch wirklich, mir hat das doch gejuckt, bei euch einfach rüberzukommen. Ich wollte unbedingt gucken, einfach sitzen, nichts machen. Geht gar nicht, richtig. So. Der ist durchgeweicht, das ist wahrscheinlich wieder Frankies. Nein. Nein, der ist nicht so in Ordnung. Guck dir jetzt nicht mehr hier rüber, Freundchen. Ja, nee, ich guck nicht mehr hier rüber. Das ist echt keine coole Idee. Schöne Röstung drin. Man merkt sofort, und nicht nur das Brot, ohne jetzt erstmal zu deuten, was da drin ist noch genau. Irgendwas ist on point angeröstet. Perfekter Parmesan-Kick hinten rein. Das ist wie, Moment. Und ein weicher, saftiger Käse. So ein schöner, bissiger Schinken wird da drin sein. Das andere kann ich mir gerade nicht vorstellen. Oh,
das ist Welt, Leute. Wie wirklich auch ein bisschen bei einer Pizza, wenn du hintenrum noch diesen Parmesan-Kick drauf hast, was leicht rüber gestreut ist, hast du einen leichten Parmesan-Kick drin, aber dann in den schmelzig weichen Käse, Welt. Boah, was wäre das denn gemacht, ey. Guckt euch mal die Kruste hier an. Ich muss euch das auch nochmal von innen einmal zeigen hier. Will ich euch nicht vorenthalten. Das hat im positiven Sinne einen typischen Inbegriff von Käsesandwich. Leicht verhärtet, irgendwie wie man es sich genauso im Restaurant vorstellt. Aber diese Kruste aus schwarzem Kümmel und Sesam, oh. Beilagen kommen gleich. Das ist eine Wucht. Auf die Idee musst du erstmal kommen. Käse schon so ein bisschen zäh im Mund, so, also positiv, wirklich positiv vom Biss. Was hat er für einen geilen Scheiß hier reingemacht, wer auch immer das war. Toast auch perfekt angeröstet, schön in Butter wird das gemacht haben. Merkst du dieses durchdringende Toastcharakter? Das, was wir alle kennen von zu Hause, wenn wir einen Toast machen, versuchen den perfekten Grad im Toaster oder wenn man es in der Pfanne oder sonst wo macht, zu erreichen, das ist die perfekte Bräunung. Das wird doch kein Schinken sein darin. Ich glaube nicht, dass das Schinken ist. Das ist schwer hier, Leute. Bernd, weh, du kostest mich 1000 Euro. Wir müssen mal reinreden. Ne? Er macht nicht das, was wir ihm gesagt haben vorhin. Nee, irgendwie nicht. Er soll das immer mit dazu essen, ja, weißt du? Macht er nicht, ne? Nein, nicht, Trash, ne? Macht er nicht. Das mache ich jetzt. Geil mit Ingwer gearbeitet. Schöne Schärfe drin. Ich glaube, wirklich frische Chilis oder so sind hier drin. Leicht mit Sesam bestreut. So ein Essen kriegst du nirgendwo. Also ich sag, na klar, wenn man es gewohnt ist, mehr für Essen auszugeben. Ich bin ja auch privat, so ich sag euch, privat war ich 15 Mal essen, wo ich mehr als 30 Euro für ein Menü ausgegeben habe. So, ne? Privat, es war alles in meinen Videos, wo ich diese Erfahrung sammeln durfte. Und sowas kriegst du nicht im normalen Restaurant. Ja, da muss ein Profi am Werk gewesen sein. Geil. Typische Süße vom Balsamico-Essig drin. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hm, da kann ich zum Beispiel auch mal den hier machen. Warte mal. Das habt ihr gewollt, Leute, ne? Ja, so wollen wir das. Ich habe einen klaren Favorit, das kann ich euch schon mal sagen. Die ist noch ein bisschen deutlicher als letztes Mal noch. Und was wirklich diese Spitzenköche gerne machen, habe ich mal im Feld in Hamburg von Björn Swanson. Was die Köche gerne machen, sie gehen an die Grenze von der Intensität. Ob es eine Reduktion ist von irgendwas oder einfach vom Salzgehalt. Du gehst an die Grenze, trau dich was, habe ich mir sagen lassen, trau dich was. Die Leute wollen den Geschmack. Das ist zum Beispiel auch diese Soße. Die hat so viel Power, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn du einen Döner serviert kriegst und da einfach mal gnadenlos viel Salz drauf ist. Es ist gewollt an die Grenze gebracht und es kickt dich einfach geschmacklich weg. Wird und muss eine schöne Senfkreation sein, aber wie genau gemacht? Weiß ich nicht. Wir müssen ein Urteil finden. Ich habe einen klaren Favorit diesmal. Klare Tendenz, wer was gemacht hat. Der Kollege hier kriegt von mir eine 8,8. Das Kennenlerntreffen hier, das hat alles zerrissen. Ist so ein Ding, wo du noch Wochen später drüber nachdenkst. Diesen Sesam, wo du nicht mitrechnest. Diese feine Kruste außen. Basic, aber on point. Der Kollege, der hat noch mal mehr zerfetzt. 9,5 kriegt er von mir. Der hat, boah, der hat so viele Komponenten gehabt, die mich komplett weggefetzt haben. Perfekte Röstung. Kruste innen, Kruste außen. Das ist einfach noch mal eine kleine Schippe drauf gewesen. Und weil Frankie letztes Mal auch ein ähnliches Ding gebracht hat, gehe ich natürlich von aus, dass das Frankie gemacht hat. Das hat der Bernd gemacht. Diesmal werde ich auch richtig liegen. Diesmal bist du richtig. Diesmal bist du richtig. Scheiße, ey. Verdammt, mein Bernd, mach nie eine zweite Runde, aber erstmal ein bisschen mehr Gas. Ich habe eine Frage. Ja? Ich habe eine Frage an euch beide. Was hast du da gerade gegessen? Das war, warte mal. Nee, das liegt ja vor dir. Was ist denn das, was du da serviert bekommen hast? Was ist das denn? Was hast du bestellt? Ich habe ein Grilled Cheese Sandwich bestellt. Was hast du bekommen? Was ist denn ein Grilled Cheese Sandwich? Was ist denn ein Grilled Cheese? Das ist ein Sandwich mit Käse. Müssen wir ehrlich sein. Aber da war doch Käse drauf. Ja, auch.
Aber sagst du, mach mir ein Sandwich, dann mach ich dir auch ein Sandwich. Weiß nicht, ja. Ich wollte nur mal sagen, wie ernst soll ich diese Ansagen nehmen? Ja, Bernd hat bei der Geschichte nicht ganz unrecht, da hat er mich letztes Mal auch... Ich will nicht von der Seite schießen, Bruder, aber wenn wir ehrlich sind, dass das geiler ist, da brauche ich ja keine Brille und kein Holle für. Verstehst du, was ich meine? Das ist Schweinebauch, hast recht. Ja. Aber hat auf dem Grillschieß da noch nie Schweinebauch drauf gewesen im Leben. Also das ist nicht das Wilde. Ich habe mich nicht mal getraut, Schinken draufzulegen. Ja. Ich habe ihn neben dran getan. Die Frage ist jetzt, wie viel Käse braucht man, um ein Grilled Cheese Sandwich nennen zu dürfen? Ne? Das wäre die Frage. Ich weiß jetzt auch nicht, innen war ja auch noch mit Käse. Natürlich ist da Käse drin, klar. Mhm. Aber ein Grilled Cheese, das ist ja ein Gericht. Das ist wie ein Lachs-Nigiri. Das ist Sushi, Reis und Lachs. Ja, okay, also ist eigentlich. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Aber es ist halt feiner eingegrenzt normalerweise. Das ist halt. Grilled Cheese ist ein Gericht. Das ist ein geiles Sandwich. Ich hab Bock, das aufzuessen. Obwohl das in den Händler, ich sag dir ehrlich, ich sehe diesen Schweinebauch knusprig, wie ist das? Also, ja, der hat schon vollkommen recht. Ne? Also, das ist ja halt die Frage, ne? Wie kreativ muss man das auslegen? Darf man sein? Wie kreativ darf man sein? Ja. Das ist halt die Frage, ne? Schreibt es in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Nee, ich sag was anderes. Wenn wir jetzt gleich in die Küche gehen, zweite Runde machen, ne? Also für heute ist die Geschichte erledigt. Aber der Typ, der dich beraten hat, grüße gehen raus an Julian, den rufst du an und fragst, hey Julian, sag mal, was ist denn ein Grilled Cheese Sandwich? Mehr machst du nicht. Ja. Soll ich das jetzt machen? Das kannst du vor On-Cam machen. Ich mach das mal im On-Cam. Ich muss auch noch dazu sagen zu der Gerichtauswahl, weil ich gesagt habe, so Sternekoch hat mich beraten. Natürlich war das erste Gericht jetzt absichtlich nicht so extravagant, ne? Aber trotzdem wollte ich keine Fehler machen in der Zusammenstellung, wollte ein paar Vorgaben geben, die einfach Sinn machen. Das zweite wird gleich wilder sein. Noch wilder? Ja. Wir gehen in Runde 2, lass uns in die Küche und dann gibt's die Vorgabe. Julian, grüß dich. Na, wir sind gerade im Dreh. Ich habe kurz eine Frage an dich. Ne? Weil, wie definierst du Grilled Cheese Sandwich? Weil die zwei kleine Eskalationen hatten, weil einer das etwas frei interpretiert hat im Video und der andere hat es etwas enger genommen. Wichtig ist halt, dass es halt vernünftiges Brot ist, was von beiden Seiten entweder gegrillt oder goldbraun gebacken ist und dann halt mit Käse richtig juicy gemacht wird. Ne? Ob du es gratinierst, einen Ofen schiebst, bleibt dann ja gleich. Aber Fakt ist einfach, dieses Grilled Cheese Sandwich sollte schön weich und fluffig sein mit einer geilen Kruste vom Brot und vernünftig überbacken sein. Alles klar, wir lassen das mal so stehen. Wir haben hier gerade keine genaue Lösung. Es steht im Raum, ob der eine ein Club-Sandwich gemacht hat oder ob das noch Grilled Cheese Sandwich war oder nicht. Weil also Club-Sandwich ist ein Toastbrot und das ist auf jeden Fall falsch, weil Grilled Cheese Sandwich ist immer Sauerteigbrot. Der hat ein bisschen dicker aufgefahren, Ei zwischen und hier noch Schweinebauch und Also das hat auf jeden Fall nichts mehr mit Grilled Cheese Sandwich. Okay. Also Grilled Cheese Sandwich ist immer Rindfleisch und Käse. Aber niemals Ei. Niemals Ei, keine Tomate, keine Cocktailsoße. Kannst irgendwie eine andere geile Soße machen, aber Cocktailsoße würde auch noch gehen. Na gut, wir werden das hier gleich nochmal ausdiskutieren. Danke dir, Jürgen. Ne? Ciao. So, ihr Lieben, nachdem wir hier noch sämtliche Jury-Leute angerufen haben, um zu schauen, wer recht hat, scheißegal, wir belassen es jetzt dabei. Nehmt die Sache halt Spaß, Leute. Wer sich da jetzt auch immer aufregt, ne? Scheiß auf Bernd jetzt erstmal. Nein, da gibt es gar nichts aufzuregen. Er hat das bessere Sandwich gemacht. Punkt. Geil. Nee, war nur Spaß. Ne? Also, wir, alle sportlich nehmen. Wir gehen in die zweite Runde. Und da habe ich eben schon gesagt, Männers, das ist ein Ding, wo ich jetzt sagen würde, ihr könnt die Frage gleich eher noch aus der Kochsicht beantworten. Das kann kein Koch, der mal eben um die Ecke hier bei mir Buxtehude, das kriegt er nicht hin. So eine Aufgabenstellung, bin ich der Meinung. In dieser Runde gibt es zwei Dinge, die ihr zubereiten müsst, die aber, sag ich mal, gleichen Arbeitsablauf haben. Deshalb wird das jetzt zeitlich nicht reinkicken. Also ihr werdet frittiertes Chicken Sushi mit Asaduke, also asiatischen Gurkensalat und einer geilen Spicy Mayo. Ihr kriegt das gleich natürlich nochmal schriftlich, damit ihr es nicht verplant. Ich weiß, Bernd, Kurzzeitgedächtnis konnte schnell ausschalten. Und zwei ist Duck and Tuna Roll. Verwenden Ingwer, Koriander, Sesam und Avocado. Also Sushi. Ja. Hast du schon mal Sushi gemacht, Bernd, oder? Der zweite Vorname. Geil. Machbar, die Aufgabe? Das ist ein Reiskochen, ne? Reiskochen halt, ja. Das dauert ewig. Das dauert ewig, ja? Alleine das Waschen. Ja, waschen. Also halbe Stunde. Halbe, dreiviertel Stunde muss man schon rechnen für den Reis vorbereiten. Hätte ich das gewusst, hätte ich was anderes ausgesucht. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal Reis und dann starten wir mit der Challenge. Ja, no? Grübelt schon. Das ist ne? auf jeden Fall eine tricky Aufgabe, Scheiße. Das muss man ehrlich sagen. Das ist auch nicht in 20 Minuten gemacht. Nee, 20 Minuten ist schwierig. Ne? Nee, ihr legt eine Zeit fest, die für euch beide in Ordnung ist. Habt ihr das? Ja, wir machen jetzt mal den Reis schnell fertig. Machen wir das. Abmessen. Ja. Und ich glaube an dich. Ich glaube auch an mich. Du musst einfach wirklich. Nicht auf, es keine ist wirklich Sorge. So, Bernd, du musst fokussieren. Sehen, ja. Du musst jetzt in dem Moment glauben, dass du gewinnst. Du musst oder ich lass mich doch nicht zweimal abziehen von dem. Das kannst du vergessen. Nur weil du keine Ahnung vom Essen hast. Von mir noch einmal kurz, ich versuche ja auch mich nach euch zu richten und euren Wünschen zu entsprechen und dass auch mal andere Sachen kommen. Deshalb habe ich jetzt auch nicht nur stumpf zum Beispiel dieses Mainstream Chicken Sushi genommen, sondern auch mal was Spezielles und um zu schauen, auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen.
Dann gucken wir mal, was die zwei jetzt zaubern werden. So, auf Frankie. Geh mal einkaufen. Einkaufszettel ist da. Sehr schön. Hier steht explizit, das soll eine Rolle sein, ne? Thunfisch, Ente, Ingwer, Koriander, Sesam, Avocado, Trüffelmayo. Mach ich. Sesam ist vorne. Oh, geiler Typ. Danke dir. Trüffelmayo hast du am Start, hast gesagt, gell? Ich hab alles vorne hingestellt. Jo. Ja, ist alles hier vorne. Okay. Guck mal, seht ihr schon wieder den Unterschied? Das ist mein Blech, ja? Und jetzt guck mal, er schleppt kistenweise Zeug nach vorne, Digga. Das ist auf jeden Fall schon wieder... Ich weiß nicht, wie ich das... Ja, was soll ich sagen? Ich bin schon wieder lost. Zuerst machen wir erstmal die Mise en place dafür. Ne? Also wir müssen natürlich alle Rollen gleichzeitig machen, weil es muss ja alles vor. Und die sind auch teilweise warm. Da muss man auch wissen, dass man die eigentlich relativ schnell nach vorne bringt. Und ihr lehnt euch jetzt auch zurück und guckt zu, wenn ihr mir das Fell über die Ohren zieht. So, guck. Baby, baby, baby! Baby. Geil, oder? Top-Quali. Stark, Kinder, stark. Ich nehme... Zwei? Ja. Sind mehr als ausreichend. Zwei sind gut. Würdest du Sushi als deine Paradedisziplin sehen, Frankie? Nein. Aber... Für mich ist alles Parade. Also, das ist egal. Da, wir kochen, ich koche mal, alles wie gerne. Wie sie's flext mit. Wie viel hast du Vorsprung? 0,7. Ja? Siehst du? Vielleicht hätte ich mit einer Kartoffelsuppe abgegessen, ja, wer weiß. Es ist ja egal, was man hier kocht. Hauptsache, es ist lecker. Hast du ja gehört? Ja, hast du ja gehört. Ja. Ja. Ja gehört. Ja. Ich habe jetzt hier nochmal, wenn du möchtest, Panko und Tempura, falls du Interesse dran hast. Ja? Ansonsten... Für was denn? Ich bin, glaube ich, soweit. Für was denn? Ich krieg nur meinen Zettel wieder. Brauchst du den etwa? Also, als kleine Gedankenstütze wäre super, ja. So, Frankie, weiter geht's. Ja, jetzt gibt's Sushi. Jetzt wird's gegen krass. Dich Sushi machen ist, ich sag ehrlich, war ein bisschen ein Wunsch von mir auch tatsächlich. Echt? Also wenn ich hierher gefahren bin, denke ich mir halt, na klar, wäre schon geil, wenn wir Sushi machen. Und jetzt macht er halt so einen Quatsch-Sushi. Ah ja, verstehst du, was ich meine? Ich weiß nicht, mit Hähnchen und gebackener Ente und also ich weiß nicht, ob man sowas im Sushi braucht. Aber okay. Es ist dieses fancy Sushi, die Leute stehen drauf, muss man ehrlich sein. Stimmt, ja? Aber ich bin jetzt echt gespannt, ja, weil Fried Chicken und noch Ente, weißt du, beides verschiedene. Und Thunfisch halt, Thunfisch, Ente. Noch. Boah, also wird schon... Wird schon in den Arsch gehen. Tut mir leid, aber jetzt hole ich mir den Punkt, Bruder. Jetzt. Das ist, schauen wir mal. Okay, los geht's. Das Entenfleisch ist natürlich jetzt hier in dem Fall das saftigste aus der Keule. Das regeneriere ich jetzt ein bisschen mit der Soße, die am besten zur Ente passt. Und das ist die Hoisin. Kennt man von der Peking-Ente. Bei mir auch immer gleich Haut mit rein und natürlich auch ein bisschen Fett mit rein. Ja, ist schon fertig. Also Thunfisch und Ente habe ich so noch nicht kombiniert. Aber ich bin gespannt, das wird bestimmt geil. Frankie, es geht hier ab. Ist das Sesamöl? Geil, Alter. Das sind halt die Sachen, wo du jetzt eigentlich keine Zeit mehr für hast. Fein. Ja, ja. Damit du da nicht drauf beißt. Alles gut, geht mit rein.
10 Minuten bis zum Anrichten, also noch insgesamt 10 einfach. Bist du gut in der Zeit, Frankie? Voll in der Scheiße, du weißt doch, wie das ist. Ich bin auch hart in der Scheiße, muss man ehrlich sein. Deswegen ist es ja auch kurz ruhiger geworden, Leute. Aber ihr seht, wir nehmen das ernst, ne? So, das ist hier kein Spaß. Das sind rote Tempura-Flocken, schön knusprig einfach. Ja. Ich kann nur gewinnen. Nee, Quatsch. Mal schauen, ja, was der Bernd so schönes zaubert. So, wie läuft es hier? Gut aus. Ich bin zufrieden, wenn der Holle zufrieden ist. Sagen wir mal so. Frankie, sieht das geil aus, Bruder. Boah, kannst du direkt so servieren. Hast du geil gemacht. Boah, lieb ich. Junge, 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 mein Arsch schwitzt. Also, was ihr da wieder gezaubert habt, Leute, ich habe eben gepennt, wo ihr gewirbelt habt hinten. Das habe ich mir fast gedacht. Ich hatte mich zwischendurch auch mal kurz hingelegt. Ja. Heißes Match, du. Hast du wieder mal Zutaten verwendet, die ich nicht hundertprozentig einordnen kann. Wie ihr auch wisst, in meinen Formaten bin ich seltenst in asiatisch angehauchten oder asiatischen Restaurants unterwegs. Einfach mein Geschmack, was ich schmecke an dieser Stelle. Es ist irgendwie eine ganz prickelnde, was heißt prickelnde? Eine dezente Fischnote, ob da jetzt vielleicht irgendein Fischöl verwendet wurde. Irgendwas in der Richtung. Kombi, ganz klar. Wir haben hier eine sahnige, frische Komponente. Mit einem Creme Fraiche oder irgendeiner Sahnezubereitung. Wir haben die frischen Chilis wieder drin. Ganz typisch asiatische Panade, wie man sie aus dem Asialaden kennt. Aber ganz raffiniert gemacht. Es ist irgendwie, weiß nicht, ob ein bisschen mehr Mehl genutzt wurde als gewöhnlich. Woraus die Panade besteht, kann ich euch auch nicht sagen. Aber es ist irgendwie da auch eine Kombi aus so normalen Chicken. Also vom bisher, wie wenn man normales Chicken bestellt, paniert. Dann wiederum, wo es verhärtet ist, geht es so wieder in dieses Chips-Feeling. Und zwar von diesen, ich weiß nicht, was für Chips das sind. Ja, scheißegal, aber eine raffiniert ausgekügelte Panade. Und die Jungs haben das noch nie gemacht. Thunfisch mit Ente gepartnert. Und da wird mal wieder mit den Geschmäckern gespielt. Aber was ganz einzigartig hervorsticht, ist so eine wirklich extrem fruchtige Komponente. Ich hätte beinahe gesagt, es geht ins Rosige über. Das ist jetzt kein Rosewasser. Nee, falsch verstehen, aber wenn man sich bildlich vorstellen müsste, wie eine Blume. Fängt an im Fruchtigen, geht über ins Blumige, Fruchtige. Ich bin sehr überfordert, das ist so neu. So anders. Vom Biss hast du so eine knusprige Komponente innen. Du hast es außen weich. Weil das fruchtige Feeling von innen heraus nach außen kommt. Erst ganz zum Schluss kommt so dieses typische Sushi-Feeling, was man normalerweise hat, wenn man logischerweise eine normale Sushi-Rolle hat. Und dann außenrum diese Algenblätter. Und da überwiegt ja die Alge, weil man einfach nicht so viel mehr Komponenten hat. Das kommt ganz am Schluss, kommt nochmal dieses gewöhnliche Feeling rumgeschossen. Gewöhnlich auch nicht negativ, sondern einfach, wie man es kennt. Mal selber die Aufgaben stellen noch mal angucken, Leute. Warte mal eben. Auf einmal fängt er an mit sowas, ne? Ja, da ist ein Aufsatz rausholen, ne? Also bevor ich raufgucke, einmal hier kurz noch mal den hier. Also wird mit ganz vielen Komponenten gearbeitet. Das ist so ein komplexer Biss, den man hat.
wirklich, also kannst einen Aufsatz drüber schreiben. Du hast so ein Biss, du hast dieses Knusper hier oben, was auch immer es ist, ich habe keine Ahnung. Du hast dieses Fleisch, was irgendwo drin ist, das man gar nicht sieht von außen. Dann kommt so langsam dieser Koriander rein. Du hast gefühlt noch so diese Korianderstängel da drin, auf die du irgendwann drauf beißt. Wird wahrscheinlich aber der Lauch gewesen sein und es hat mich einfach gedanklich getäuscht. Oh, Leute, ey, macht mir nicht fertig. Also erstmal zu dem, was ich hier sehr faszinierend finde. Wäre dieses Menü so angeboten worden im normalen Restaurant, als würdest du eine klare Linie verfolgen. Du hast hier dieses fruchtige, rosige. Das hast du hier auch wieder. Jetzt wieder irgendeine sehr fruchtige Komponente drauf. Sehr positiv in beiden, auch überall schön mit einer Schärfe gearbeitet. Also du hast überall eine geniale, ausgekühlte Schärfe drin. Dann ganz kleine Gurkenstifte drin. Ich hole mal noch mal einen raus, um euch das zu zeigen. Ganz kleine Gurkenstifte. Geben dem Ganzen zum einen natürlich die gewisse Frische vom Biss, so einen ganz harten Knack. Da wird das Innere von der Gurke vielleicht sogar rausgemacht worden sein, dieses mit hohem Wasseranteil. Vermutlich, weiß es nicht, auf jeden Fall so einen extremen Knack. Anders zu anderen Sushis, wo das dann auch im Vordergrund sticht vom Geschmack. Es ist ganz dezent im Hintergrund und gibt nur einen ganz leichten Gurkenkick, ganz minimal überwiegen, tun aber all die anderen Zutaten. Aber es ist so ein weltfremder Geschmack und einfach komplett anders präsentiert als jegliches Sushi, was ich in irgendeiner Form mal gegessen habe, obwohl ja auch gleiche Komponenten verwendet wurden. Aber es ist irgendwie, hat einen ganz anderen Charakter. Also beide Gerichte unter dem Gefühl komplett anderem Motto angerichtet. Angerichtet, falsch ausgedrückt, geschmacklich unter einem komplett anderem Motto. Das ist eher herb, dunkel im Geschmack, durchdringend. Beinahe in die also wird nicht mit Alkohol zubereitet sein, aber weiß ich, ob da ein Reisessig, irgendwas. Also so richtig herb, dunkel vom Geschmack und hier rosig, blumig, fruchtig. Hatte zeitweise gedacht, es war wieder mit Orange gearbeitet, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Das wird anders sein. Ente kommt rein hinterher jetzt. Jetzt schmeckt man die Ente wirklich auch mal. Du musst sehr viele essen, um dich reinzuschmecken. Hier hätte ich vielleicht auch noch ein, zwei mehr gebraucht tatsächlich. Fühlt sogar eine rauchige Note hier drin. Ich muss eine Entscheidung treffen. Der Salat hier etwas überwürzt, muss man knallhart sagen. Der ist drüber, der Salat. Und wir müssen ja auch alles bewerten hier. Oh. Frankie. Der Sensor kann so sauber, man kann vom Boden essen. Also zu Bernds Verteidigung, falls er jetzt verkackt haben sollte. Er hat vor 2 Jahren das letzte Mal Sushi gemacht. Der Frankie macht das jeden Tag gefühlt, oder? Ist das so, jeden Tag? Nee, oder? Ihr habt ja Sushi-Köche hier. Wir haben einige Sushi-Köche gebraucht. Also. Aber hin und wieder machst du mal. Ja, klar, wenn wir neue Gerichte machen und so, natürlich. Leichter Punktabzug hier echt durch den Salat. Also das ist hier bei der Bewertung mit einbezogen, dass der Salat leichten Punktabzug hat. Dieses Gericht im Ganzen, beides zusammen bewertet, kriegt von mir 8,8 Punkte. Das war einfach nur mal ein kleines Stück stärker. Das kriegt 9,3 von mir. Jetzt bin ich mal gespannt, ne? Scheiße, ey! Das muss von Bernd sein. Das war Bernd-Style. Mit dem Reis und dem Chicken. Ja. War von dir? Was von mir? War von dir? Ja. Aber stark! Sehr stark! Da habe ich dir. Oh. Ich danke dir. Ich habe extra noch mal genau auf den Zettel geguckt, ob bei dem zweiten Rolle stand. Da stand nichts von Rolle. Nee, da war nichts von Rolle. Ja. Da stand gedacht, nichts von Rolle. Ne? Tut's auch, ne? Ja, also, ja. Auch getan, ja. Ich habe mich auch gewundert. Was überlegt. Scheiße. Du bist nicht zu besiegen, siehst du das? Ja, ja. Sag doch. Vielleicht muss er mal zu mir kommen. Ja. Oder so, vielleicht so, aber na klar, vielleicht ein Frankie noch mal gegen jemand anders wäre vielleicht auch was. Bernd. Ey, du musst ihm den Melzer bringen jetzt eigentlich, ne? Eigentlich. Den Melzer muss ich ihm bringen eigentlich, ja. Das wär's, ja. Nein, also du hast noch eine Revanche mit dem Melzer offen. Für euch heißt es in die Kommentare reinfeuern des Todes, Daumen oben reinknallen des Todes auch. Dann werden die 10, 100 Euro Gutscheine fällig vom guten alten Holle. Holle, jetzt habe ich dich schon 2000 gekostet. Ja, scheiße, was das passiert? Wieder aufs falsche Pferd gesetzt. Ja. Passiert, ich wollte auf Frankie setzen eigentlich. Ich habe doch auf Frankie gesetzt. Nee, also. Ja, ich würde sagen, Leute, in dem Sinne werden wir das Video beenden. Ich danke euch beiden, dir auch nochmal, Frankie. Was soll ich sagen? Danke für die Shows. Oh, ja, stark, stark. Was soll ich sagen? Wenigstens bekomme ich geiles Sushi vom Sensor-Kern heute. For free. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen oben scheppern. Warum? Warum so traurig in der Stimme, Bruder? Ich habe einen Tausender schon wieder verloren, Mann! Sorry, wieder Tauri weg. Unnötig, ey, scheiße. Eure Meinung in den Kommentaren ist gefragt. Bis zum nächsten Mal.